Im Viertelfinale des Kreispokals war der Landesligist FC Remscheid am heutigen Donnerstagabend zu Gast beim Tabellenführer der Kreisliga A, TV Dabringhausen, auf der Sportanlage Höferhof in Wermelskirchen. Und von Anfang an hatten die Mannen von Trainer Stefan Brandt das Spiel im Griff. Aber sie mussten bis zur 17. Minute warten, bis sie Sarkan Gürdere in Führung brachte. Nur 4 Minuten später markierte Gürdere mit seinem zweiten Treffer an dem Abend das 2:0 nach Pass von Patrick Posavec. Zur Halbzeit stand es 2:0 und nach der Pause erhöht der FCR wiederum mit einem Doppelschlag auf 4:0. Zuerst trifft Markus Hosniak aus kurzer Distanz in der 54. Minute und nur 4 Minuten später ist es Domenico Kotzer mit einem schönen Freistoß zum 4:0. Die Partie ist zugunsten des Landesligisten gelaufen und danach feiert Nils Dolitzig, den wir von RS1 TV bei seiner Rehabilitation nach seinem Kreuzabriss begleitet haben, sein Comeback. Zum Ende hin wiederum ein FCR-Doppelschlag. Zuerst markiert Domenico Kotzer mit seinem zweiten Tor an diesem Abend das 5:0 in der 85. Minute. Und nur 3 Minuten später macht Marcel Vetter das halbe Dutzend voll. Am Ende gewinnt der FC Remscheid klar mit 6:0 gegen den TV Dabringhausen und zieht damit ins Halbfinale des Kreispokals. Am Sonntag geht es weiter in der Landesliga mit einem Auswärtsspiel beim ASV Wuppertal.